Sascha, Sascha. Sei still. Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Sascha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Okay. Oh, ich muss husten. Nein, doch nicht. Alles okay. So. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Okay. Wir haben ein Stofffetzen von ihr jetzt. Hat ihr ja gesagt? Ich denke jetzt. Oh mein Gott. Das erste Mal, dass ich nachdenke. Es wird jetzt schwer werden. Der Stab sagte zu mir, er kann nur Visionen für die anderen geben, wenn die ein Stück, keine Ahnung, ein Besitz von denen haben. Also heißt es, wir können, wenn meine Maus sich bewegt, das tut sie jetzt, das tun. Und, ich habe keine Ahnung. Ja, hallo, wenigstens waren wir jetzt soweit, ja? Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Hier, ach, keine Ahnung, hier. War ihre Göttin oder da, keine Ahnung. Ich mache jetzt irgendwas. Achso, ich kann gar nicht auf sie klicken. Schade. Rachwan. Ja. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, ich weiß ja noch, was sie gesagt haben. Er holt sich ja den Apfel runter. Und er hängt gerade wie so ein Opfer. Ich sag jetzt mal das. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Bitte. Ich muss husten. Sorry. Oh, voll krank. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Willst du das wirklich tun? Okay. Mit den Rubinen. Schmeiß ihn erstmal mit den Rubinen ab. Ja, okay, hier. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Okay. Er hat dich mit einem Knochen verhauen. Ich weiß, wo ich bin. Sie ist so doof, ey. Wenn ihr assoziiert, lache ich. Alter. Ich weiß, wo ich bin. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Nein. Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Meine wunderschönen Hände! Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Gerade da? Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin,
werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, sie sind Stein. Ja, das hatten wir schon. Hallo. Stein, Hände, können wir jetzt los? Gott! Kann doch nicht wahr sein. Meine Hände! Oh, wir sind nicht gesund. Hände! Was macht der Fahi hier? Wo ist ein hässlicher Affe? Ah, sehr gut. Du bist wach. Ein hässlicher Affe? Ja? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Affe? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Nein. Achso, ich wollte sagen, hallo. Träume, Dämon, Träume, Dämon? Dämon, Träume? Hat er das jetzt alles geträumt? Was wir gemacht haben mit der Prinzessin? Das hört sich irgendwie komisch an. Ich meine natürlich, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mit den Kaninchen und so. Träume, Dämon? Dämon? Ich weiß es nicht. Träume. Ja. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswahl-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Träume. Nicht wirklich. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Okay, Rätsel. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Rubin das Rätsel jetzt beantworten würde, weil das ist ein normaler Rubin, hallo. Und ich glaube, das hat schon mit dem Stab zu tun. Weil sie beschützt ihn und der Stab beschützt sie. Das kann ich mir so vorstellen, aber... Ist es nicht offensichtlich? Der Skarabäus steht für den Käferschlüssel und der Stein für die Grabtür. Beide sind ohne einander wertlos. Aber warum erschien die Schrift dann erst, als der Schlüssel bereits im Schloss war? Außerdem schien Satya sehr erschrocken zu sein, als sie sie las. Was wusste sie, was wir nicht wissen? Nein, dann kann das nicht der Ding sein. Kann es nicht der Stab sein, weil... Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst,
erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Warum sagt er uns das alles? Geh nicht da rein und mach dies nicht. Warum sagt er nicht einfach, vergiss es? Jetzt muss ich das tun. Willst du dich nicht um sie kümmern? Oh, Breda ist aufgewacht. Breda, steh auf. Wir haben ihn. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Was, gar nicht am Lecken? Verdammt! Wo ist er hin? Au, mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Eurich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein. Lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Bam, 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 bam! 4, 4, 4. Glaube ich. Oder war es 5? Nein, das war 4. Gut zu wissen. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Alter, jetzt wollte ich was trinken, ne? Das kann nicht wahr sein. Ich wollte jetzt ein bisschen Tee trinken. Erinnerst du dich jetzt doch an... Evi, du musst reden. Ach, halt dein Maul. Okay, unsere erste Heldentat. Erinnerst du dich noch an die Orks und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Und weißt du auch noch... So, unseren Sieg gegen das Böse. Unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Oh, ist. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Und jetzt denke an... Meinen! Nein, das sag ich jetzt nicht. Unseren Sieg gegen das Böse. Flieg und Sieg! Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Ach. Wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Ach so, jetzt leckt es natürlich. Du hast es geschafft! An der schönsten Stelle. Du kannst wieder fliegen. Yay. Nori, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja. Das hört sich jetzt nicht so... Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Breda und ich werden herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Draconia auf sich hat.
Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich hoffe es nur. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. So, und mit dem, was er jetzt gesagt hat, machen wir jetzt eigentlich mal schon Schluss. Weil, ich glaube, meine Festplatte ist ein bisschen voll und es ist schon wieder 3 Uhr. Also 2.51 Uhr, besser gesagt. Achso, ich dachte, ich war da. Also, nein, das war ich jetzt nicht. Ja. Bis dahin sage ich ciao. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Auch mit den Lecks. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Nacht. Auch wenn ihr das am Mittag sehen werdet. Ja. Ciao.